Da frage ich mich, Freunde, verdient man im Netto auch Bruttolohn? Moin Freunde, Shane Taste GTV und willkommen zu einer neuen Folge Shane Shoppt. Und zwar, es ist schon 14.30 Uhr, Alter, heute ist alles, ich weiß nicht. Es ist viel zu spät, 14.30 Uhr, überhaupt nicht meine Zeit zum Einkaufen. Das ist für mich schon mitten in der Nacht eigentlich, es ist für mich schon 18 Uhr irgendwie. Naja, ist ja auch scheißegal, wir haben es heute ein bisschen verpeilt. Ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben die Zeit gut genutzt und so weiter, also positiv. Ihr wisst Bescheid, die zwei Stationen gehen wieder durch, Angebote werden durchgeschaut, das Übliche eben. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und den Zettel, vor allem nicht vergessen, den Einkaufszettel. Wo ist er denn? Da ist er, ich hab ihn. Pfand wird mitgenommen und dann ist gut. Das Übliche. Heute wieder eine kleine, aber feine Runde. Friends, da sind wir wieder. Was ist los? Freunde der Sahnesoßensonne. Ja, wir waren im Netto. Es war recht angenehm. Also es war gar nicht so voll, wie ich dachte. Ich dachte, um die Uhrzeit ist die Hölle los. Schreiben es jetzt 15 Uhr schon wieder. 15.19 Uhr schon wieder. Ey, keine Ahnung, wo die Zeit schon mal hin ist. Okay, was soll's. So, kurz und schmerzlos. Wir haben einmal und zweimal Volvic. Ja, Wasser ist immer wichtig. Wasser ist immer nice, nach dem Aufstehen gleich volle Kanne einen rein. Ja, Beste. So, dann habe ich den Tipp bekommen, wo ich den Pizzateig gemacht habe. Und zwar haben die Leute gesagt, Shane, nimm noch einmal Handschuhe. Und ich wusste nicht, dass es Einweghandschuhe gibt, die so latexfrei sind. Oder beziehungsweise die so, ja, hier steht drauf, puderfrei und Lebensmittel. Echt, das ist echt gut. Ist gut zum Teig machen, denke ich mal. Zur Not kann man ja da immer noch irgendwas dran machen, ob Mehl oder Öl oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, dass der Teig nicht so backt an den Handschuhen, Händen, wie auch immer. 100 Stück, 4,99. Top. Mega. Und vor allem stabil und elastisch steht ja noch drauf. Schenkt mal dem Ganzen mal Glauben, werden wir sehen. So, deine Cola Light war 30% reduziert, sonst hätte ich die nicht genommen. Stand da so rum. Ja. Dann die neue in Anführungsstrichen Fanta Dark Orange. Ich denke mal, es ist einfach nur eine stinknormale Fanta mit Orangengeschmack, also die stinknormalen Fanta-Geschmack. Werden wir mal rausfinden, ich nehme die einfach mal auf dem Review-Kanal für euch auseinander. Dann Fuse Tea, 99 Cent, 1 Liter. Mango Kamille, allerbeste Fuse Tea ever. Ohne Scheiß. Ich bestehe drauf. So, dann haben wir vom Ostmann Gewürze geholt und zwar. Wartet, ich zeige euch das. Und zwar gab es im Netto Aktion 4x Ostmann Gewürze für 5 Euro. Und Ostmann ist eine ziemlich teure Firma und von daher passt das. Wir haben Kurkuma. Nochmal Kurkuma. Zweimal. Mega gesundes Gewürz, richtig geil. Rosmarin mache ich dann immer so an Bratkartoffeln oder so dran. Mal gucken. Und ein bisschen Thymian. So. Für 5 Euro 4 Stück, das ist top, anstatt knappe 8 Euro circa. So, dann, das kommt danach, das machen wir zum Schluss. So, jetzt kommen Halloween Nuggets von Vosco. Keine Ahnung, ist bestimmt wie Knusperdinos oder so. Ist zwar nicht dieselbe Firma, aber wir werden es mal probieren. Vielleicht machen wir das auch auf dem Review-Kanal, ich weiß nicht. Werden wir sehen. Ich werde sehen. So, dann Hähnchenbrustfilet und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nochmal grillen möchte und dazu Paprika, machen wir schön Hähnchenspieße. Entweder werde ich heute noch grillen, was wahrscheinlich eher der Fall ist, oder morgen würde ich zu meiner Oma fahren, da werde ich euch vielleicht auch einen Vlog machen. Müssen wir mal schauen. Oder ich grille eben am Samstag. Also morgen wird es wahrscheinlich nichts, weil ich dann eben unterwegs bin. Aber ich weiß auch nicht, wie lange ich unterwegs bin. Und naja, morgen entsteht auf jeden Fall so ein Outdoor in Anführungsstrichen Vlog. Also ich bin einfach draußen und ihr wisst ja, wie es ist. Also wir werden sehen, was daraus wird. Ich fahre dann immer random zu Oma und guck dann, was passiert. Und wir werden sehen, ja. So, dann Burger Maultaschen. Kennen wir alle. Wollte ich letztes Mal auf dem Review-Kanal auseinandernehmen. Machen wir diesmal wirklich. Freunde der Sonne. So, und jetzt habe ich einmal, guckt euch das Prachtstück an, je 2,99 eine Dracaena oder Dracaena Pflanze, ich nenne die jetzt einfach Dracaena, das klingt irgendwie besser, je 2,99 einmal in dieser Variation,
und einmal in dieser Variation. Habe ich mega Bock drauf, bei mir die hinzustellen. Weiß nicht, feiere ich die Optik. Ist simpel, easy, was Grünes. Tut immer gut, so in der Bude, ja. Also zweimal die Drakena-Pflanze. Und ja, ich meine, warum nicht? Warum nicht, oder? Kann man machen. So, die werde ich aber noch umtopfen vorher, das ist auf jeden Fall Fakt. So, und dann waren wir natürlich noch beim Bäcker. Und diesmal habe ich mir ein Apfel-Berliner, heißt das Ding hier, geholt. So, ja. Noch nie gegessen, keine Ahnung. Aber sieht schon mal lecker aus. Kostenpunkt 1,20 Euro. Und eine... Uno Momente. Und eine sogenannte Lebkuchenschnitte. Mit Füllung. Wollen wir mal reingucken oder was? Klar, ihr wollt es auch. Schauen wir mal rein in das gute Ding. Zack, das geht durch die Butter. Grüße gehen raus an meinen Bruder an der Stelle, der dieses Messer geschärft hat. Ehre. Absolute Ehre. So, gucken wir uns mal die Füllung an. Sieht ein bisschen aus wie ein überdimensionaler Dominostein. Aber geil, oder? Ist bestimmt so ein bisschen Kirsch und so. Mega geil, ein bisschen Marzipan anscheinend drin. Hammergeil, ja. Eben wie ein überdimensionaler Dominostein. 1,90 Euro das Ganze. Ja. Wir rechnen nochmal alles zusammen. Ich habe das jetzt ein bisschen vertauscht. Aber der Nettoeinkauf. Der Nettoeinkauf hat insgesamt gekostet mit Gutscheinabzug 27,31 Euro. Da frage ich mich, Freunde, verdient man im Netto auch Bruttolohn? Man weiß es nicht. So, und beim Bäcker habe ich insgesamt bezahlt 3,10 Euro. Auf zur nächsten Stage. Let's go. Kommt. Es ist schon spät, wir müssen los. So, Freunde, Endspurt. Mal Jacke ausziehen, Alter, Moment. Back to back. So. Aber das Back kommt erstmal in die Ecke. So, let's go. Freunde, wir kommen zurück vom NP. Ich habe nicht allzu viel geholt, weil, ja, muss flexibel sein. Ich habe mal so viel im Kühlschrank und ihr wisst es ja selber, was ich die letzten Wochen, Tage gekauft habe. Eine Paprika. Ich habe noch eine Paprika da. Ich habe mich jetzt entschieden zu grillen und ich werde jetzt das Hähnchenbrustfilet marinieren. Und werde dazu ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Paprika machen, schön auf den Spieß. Ich hab da übelst Bock drauf. Dazu Kräuterbutter selbst gemacht. Puh, übel geil. So, dann habe ich mir eine Infrarotlampe gekauft. Voll im Rentner-Style. Meine Oma hat so ein Ding immer gehabt und ich weiß nicht, ich bin am Rücken immer durch das Gesitze am PC. Ja. Ihr kennt das bestimmt selber, wenn ihr viel zockt oder sonst irgendwas. Hat immer gut getan. Also ich werde mal sehen, wie das Ganze wirkt und ja, für einen Zehner mitgenommen. Ich probiere es mal aus, wenn nicht, kann es ja immer noch zurückgeben. Ich habe ja 2 Wochen Rückgaberecht. Dann habe ich vergessen, meinen Pfand abzugeben. Das sind diese 2 Gessner-Flaschen. Aber was ich auch beim Pfand vergessen habe abzugeben, also wo ich drüber nachgedacht habe, warum lösen wir nicht die Etiketten und machen mal eine Runde Schnaps selber, so wie wir es letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht haben. Welchen Schnaps soll ich mal selber machen? Schreibt es in die Kommentare. Also wir machen nur aus Früchte, ja. Also jetzt nicht irgendwie so, nimm 2 Schnaps oder so, das ist immer dieselbe Scheiße, das kennt schon jeder. Lass mal richtig was aus Früchten machen, so Ananas breitdrücken oder Ananas mit, was passt denn gut zusammen mit Ananas? Eigentlich Kokos, aber hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber so Ananas oder mehrere Früchte zusammenpressen und die dann mit Korn ansetzen, mit Zucker und so, ich hätte da schon Bock drauf. Sagt mir euch Bescheid, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Wenn nicht, dann mache ich sowieso irgendwie. Also ich mache dann eine Sorte, die ich mir selber einfallen lasse. So, dann habe ich, ja, ich muss Seife nachfüllen, Flüssigseife. Und zwar haben wir hier milde Flüssigseife, Bio-Zitronenmelisse, schonende Reinigung für trockene Haut. Ich habe ziemlich trockene Haut, das ist oft der Fall. Man sieht das auch im Gesicht bei mir, das ist übelst heftig. Musste flexibel sein, deswegen 2-mal von diesen Blütezeit-Dings. Das ist irgendwie so eine neue Biomarke, ich habe keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Je 1,49. Kann man mitnehmen. Sind 300 Milliliter. Das reicht ja, ich benutze nicht so oft Flüssigseife. Musste flexibel sein. So, dann haben wir Mini-Roma-Tomaten für 90 Cent oder 80 Cent oder sowas. Ja, so zum nebenbei zum Snacken.
bestimmt zum Grillen nehme ich das auch gleich. Nehme ich die gleich und ja. Dann war im Angebot zu je 69 Cent zweimal Schnittlauch geholt, tiefgefroren, und zweimal Petersilie tiefgefroren. Kommt mit an die Kräuterbutter. Die haben zurzeit kein frisches Petersilienzeug und keinen frischen Schnittlauch. Also Schnittlauch hatten sie dahin frisch, aber war so abgestoppelt und das sah so wenig aus. Und, ja, wollte ich nicht gönnen. So, Kostenpunkt. Mit dieser Kundenkarte und diesem Polter sind wir bei 17,17 Euro, Freunde der Sonne. Das war der NP. So, jetzt kommt noch der Bäcker. Was darf zum Grillen nicht fehlen, wenn man Kräuterbutter selbst macht? 2, 1, Junge, ich werde noch mal kleiner. 2 Kürbiskernbrötchen. Kostenpunkt 1,20 Euro. Ja, und somit setzt sich der Preis zusammen, der in der Beschreibung steht. Es kann sein, dass ich heute das Auto nicht rappen kann. Lass doch mal, bitte mal, endlich mal wen anders dran. Heute keine Zeit, um das Auto zu rappen. Aber ey, ich bin dabei und die Opfer nur auf Tabletten. Ich schmeiß einfach gemütlich meinen Grill jetzt an. Einfach ey, Digga, Mann, ich chill jetzt dann, weil ich's einfach richtig kann. Aber nehmen sich die Neider wieder mal Zeit, um mitzulabern. Tu ich einfach so, als ob sie noch niemals da waren. Niemals. Wir sehen uns, Shane TSG TV, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen gemütlichen Abend. Einen wunderschönen gemütlichen Abend. Macht nicht mehr so dolle, wir sehen uns. Habt ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Bis morgen oder übermorgen. Man weiß es nicht.